Hallo, liebe Forge of Empires-Freunde. Willkommen zur mittlerweile 9. Folge meines GVG-Tutorials. Dieses Mal soll es gehen um den Kampf um Sektoren. In Folge 7 habe ich bereits gezeigt, wo man überhaupt alles kämpfen kann. Da ging es einmal um den passiven Fall, wo man BAs bekämpfen konnte, und eben auch um den aktiven Fall, wo man Sektoren zum Erobern angreifen konnte. Und in der letzten Folge, Folge 8, habe ich mich dem Thema Belagerungsarmeen, BRs, gewidmet und bin darauf im Detail eingegangen. Und dieses Mal soll es nun um den tatsächlichen Angriff gehen. Und ich möchte das gerne im Hochmittelalter zeigen, da wir da aktuell keine Sektoren haben. Und ich so im Prinzip frisch landen kann, um hier was zu demonstrieren. In der letzten Folge ging es ja bereits um die Belagerungsarmeen, und um hier überhaupt irgendwas unternehmen zu können, brauchen wir natürlich auch hier wieder eine Belagerungsarmee. Und die werde ich jetzt hier stellen, damit wir einen Angriff ausführen können. So, wie ihr seht, steht die Belagerungsarmee und jetzt sind wir bereit zum Kämpfen. Ich zeige euch jetzt hier einen exemplarischen Fall, der eigentlich relativ unrealistisch ist. Es sei denn, ihr greift zu ungewohnten Zeiten an, wie das jetzt eine ist. Also wir haben es jetzt 11:30 Uhr, 11:30 Uhr abends, und da passiert im GVG üblicherweise nicht mehr so viel, weil ja die Hauptaktivitäten um 20 Uhr herum geschehen. Also ich rechne jetzt nicht damit, dass Suicide Squad, die ich mir hier wieder als Beispiel nehme, dass die jetzt meine Belagerungsarmee bekämpfen werden. Kann natürlich sein, aber das werden wir dann erleben. So, zunächst müssen wir erstmal schauen, womit haben wir es denn hier überhaupt zu tun? Ich stelle mir also eine Armee zusammen aus Einheiten, wo ich noch halbwegs viele Truppen habe, und mach mal so einen Autokampf und sehe, okay, wir haben jetzt hier 8 Agenten als Gegner. Das heißt, wir haben eine sehr schwache Verteidigungsarmee, die man sehr einfach besiegen kann. Dennoch seht ihr, ich habe hier einen Verlust. Die schwere Infanterie wurde zerstört. Das kann ich vermeiden, indem ich natürlich entsprechende Truppen stelle, die dann auf diese Agenten besser reagieren können. Ja, in dem Fall würde ich jetzt zu Fernkampfeinheiten greifen, da diese ja die Agenten schon ausschalten können, bevor die überhaupt in Reichweite sind. Wir können uns das jetzt auch mal angucken, indem wir mal direkt den Angriff öffnen und das manuell durchspielen. Also ich ziehe hier ein Stück weit vor, so dass die Agenten mich hoffentlich nicht erreichen, und mit den Bleeden kann ich direkt zum Angriff übergehen. Ja, so weit können die Agenten nicht über die Karte ziehen, und jetzt kann ich mit meinen Fernkämpfern den Rest erledigen und habe jetzt hier wirklich gar keine Verluste. Also wenn man die Zeit hat, dann kann man hier auch das entsprechende Team aufstellen und so einen Angriff ausführen, der dann wirklich sehr effizient ist und der auch im Autokampf zu vermutlich keinen Verlusten führt, wenn ich den jetzt hier mehrfach ausführe. Ihr seht jetzt gerade, wie mir noch meine Burg noch zündet. Ja. Aber das könnt ihr ja ignorieren. Also der Kampf kann hier relativ schnell durchgezogen werden. Wie gesagt, 8 Agenten ist eine sehr schwache Verteidigung. Das hätte jetzt auch anders aussehen können. Dadurch, dass es jetzt eben bereits 11:30 Uhr ist, ist nicht zu erwarten, dass die Gegner jetzt schnell reagieren und dieser Belagerungsarmee schnell zerschlagen würden. Also, ihr könnt euch durchaus Gedanken darüber machen, was ihr für Einheiten aufstellt für den Angriff.
Und es gibt auch in jedem Zeitalter bestimmte Truppen, die sich besonders gut eignen. Ich finde, in den frühen Zeitaltern eignen sich besonders gut die Fernkämpfer, sowas wie die Blide oder Kanonen, Katapulte oder derartige Einheiten, da sie eben über die fast komplette Karte schießen können und so Gegner frühzeitig ausschalten können. Ich handhabe das immer so, dass ich möglichst, wenn ich so viele Einheiten habe, 6 von den Artillerieeinheiten nutze und 2 Agenten für den Fall, dass die Gegner doch ranrücken, dass sie eben zuerst mal auf die Agenten schlagen und nicht direkt auf die Bliden. Und auch für den anderen Fall, dass die Gegner selbst Bliden haben, dass sie erstmal die Agenten umwandeln und nicht direkt Bliden aus meinem Angriffsteam ausschalten können. Das Team Artillerie plus Agenten funktioniert, wie gesagt, in allen kleinen Zeitaltern ganz wunderbar, außer im Fall, dass der Gegner wirklich viele Artillerieeinheiten hat. In dem Fall kann man eigentlich nur die schnellen Einheiten empfehlen, um damit zu kontern. Aber sonst ist diese Aufstellung gegen fast alle Truppen sehr, sehr effizient und man hat wenig Verluste. Was man aber normalerweise macht um 20 Uhr, ist ein zu hundertprozentigen Autokampf. Das heißt, man hat gar nicht die Möglichkeit, sich hier groß Gedanken darüber zu machen, welche Einheiten setzt man ein und kämpft man das vielleicht sogar manuell durch. Es gibt die Möglichkeit des halbautomatischen Kampfes und ich zeige euch mal eben, was ich damit meine. Ihr stellt also euer Team auf, mit dem ihr kämpfen wollt, und drückt auf Angreifen. Und dann führt ihr aber nicht den Kampf aus, sondern macht eine erste Aktion, wie zum Beispiel, ihr stellt die Truppen in die Ecken der Karte, sodass sie nicht vorziehen und direkt in die Reichweite der Gegner kommen. Und drückt erst dann auf den Autokampf-Button. Das ist eben eine Variante, wie man halbautomatisch kämpft, und die ist sehr zu empfehlen, wenn man Einheiten hat, die sehr, sehr weit nach vorne ziehen, wenn man sie automatisch angreifen lässt. Ein Beispiel dafür sind die Flugabwehrpanzer in der Gegenwart. Die sind fast immer als erste am Zug und ziehen dann sehr weit über die Karte, meistens bis über die Mitte. Und wenn man nur wenige Flugabwehrpanzer hat, dann kann das zum Komplettverlust der Armee führen in manchen Fällen. Und wenn man ein Team aus ausschließlich Flugabwehrpanzern hat, dann kommt es auch immer wieder dazu, dass man Truppen verliert. Wenn ihr allerdings halbautomatisch kämpft, dann könnt ihr an diesem Beispiel mit sehr geringen Verlusten oder gar keinen Verlusten herausgehen. Man kann natürlich auch spezielle Einheiten einsetzen, um Angriffe zu machen, wie zum Beispiel Helden, die sind in vielen Zeitaltern recht stark. Oder man kann auch in sehr kleinen Zeitaltern mit Trommlern und Fahnenwachen sehr gut angreifen. Die sind insbesondere in der Eisenzeit sehr, sehr stark und deutlich stärker als die normalen Truppen. Und die kann ich da sehr empfehlen für einen möglichst verlustarmen Angriff. Was gar nicht geht, wäre mit ausschließlich Agenten anzugreifen. Da habt ihr eigentlich keine Chance und die werden euch zerstört werden. Nun nochmal zurück zum Normalfall. Üblicherweise greift ihr eben nicht so an wie ich jetzt, dass hier eben die Zeit schön runterlaufen kann und ihr alle Zeit der Welt habt, um einen Sektor einzunehmen, sondern üblicherweise werdet ihr das um 20 Uhr machen. Zumindest wenn ihr darauf aus seid, Sektoren einzunehmen, die sich von den Machtpunkten und den Kampfpunkten wirklich lohnen. Man sieht hier beispielsweise, wenn ich jetzt mal auf die Zukunftskarte gehe, dass man hier fast gar keine Möglichkeiten hat, noch irgendwo anzugreifen. Das hier ist der einzige Sektor, wo jetzt noch ein Angriff möglich wäre. Naja, und der hier oben. Das sind die beiden einzigen Sektoren, wo noch ein Angriff möglich wäre.
und wo man noch kämpfen könnte in der Zukunft um diese Zeit. Üblicherweise werden in der Zukunft nämlich alle Strandsektoren gedeckelt, nennt man das. Also sie werden mit Schilden versehen, sodass da eben kein Angriff mehr möglich ist. Und wenn Strandsektoren keine Schilde drauf haben, dann ist es eigentlich auch so, dass relativ schnell irgendjemand das sieht und dann dort landet. Das ist jetzt hier bei diesen einzelnen Sektoren noch nicht der Fall, aber da lohnt es sich eben auch kaum, eine Belagerungsarmee zu setzen und dort ein paar Kämpfer zu machen. Das gleiche seht ihr, wenn ihr auf die ASA-Karte geht, alle Zeitalter. Hier gibt es auch keine Sektoren mehr, auf denen eine Gilde landen kann, die kein Schild drauf hat. Und so könnte jetzt hier niemand mehr kämpfen, der nicht um 20 Uhr schon oder kurz nach 20 Uhr schon mit dabei war. Und deswegen ist der übliche Fall, dass ihr um 20 Uhr im Autokampf kämpft. Und auch da möchte ich euch ein Beispiel zeigen. Und dazu habe ich euch dieses Video hier vorbereitet, wo ihr jetzt schon einen Sektor seht, den wir angreifen, wo hier schon einige Symbole darüber abgebildet sind. Und ihr seht hier auch, dass hier ist eine Zeit, die kurz nach der Abrechnung ist. Um 20 Uhr schaltet der Counter wieder zurück auf 24 Stunden. Und wenn ihr jetzt von 24 Stunden die Zeit abzieht, dann seht ihr, dass das hier jetzt knapp 13 Minuten um sind. Und wir hier dabei sind, einen der letzten Sektoren auf der Alle-Zeitalter-Karte einzunehmen, beziehungsweise das zu versuchen. Denn wir bekommen ja hier auch Gegenwehr. Und das muss flott gehen. Und wie ihr seht, bin ich hier natürlich im Kampfgeschehen dabei. Ich nehme das nicht nur auf und gucke zu, sondern muss natürlich dann auch eingreifen. Oh, sonst gelingt vielleicht auch die Eroberung des Sektoren am Ende nicht. Und ihr seht einfach, das geht hier wirklich schnell, dass wir diesen Sektor angreifen. Und das muss es auch, denn wenn es nicht so schnell gehen würde, dann würde die gegnerische Gilde vielleicht den Sektor einnehmen statt uns. Die kämpfen hier aktuell immer die Belagerungsarmee runter. Die Belagerungsarmee hat ja 10 Lebenspunkte und wenn die Belagerungsarmee gestellt wurde, ich drücke jetzt mal kurz auf Pause, wenn die Belagerungsarmee gestellt wurde, muss der Gegner also 10 Mal darauf einschlagen, um die Belagerungsarmee zu zerstören. Ich spule nochmal zurück, will nochmal was demonstrieren. Es gibt spezielle Momente. Ich versuche den jetzt mal abzupassen. Genau. Dieser Moment ist ein sehr, sehr kritischer Moment. Denn der Sektor ist jetzt hier sehr, sehr schwach verteidigt. Da fehlen nicht mehr viele Angriffe, um den Sektor einzunehmen. Und jetzt kommt es darauf an, wer bekommt jetzt hier die Belagerungsarmee gestellt? Man kann nämlich prinzipiell nur den Sektor einnehmen, selbst einnehmen, wenn man eine eigene Belagerungsarmee drauf zu stehen hat. Wenn jetzt die Gilde, die jetzt hier in den Kampf involviert ist und immer wieder die Belagerungsarmeen zerstört, es schafft, in diesem Moment die eigene Belagerungsarmee dort reinzustellen, dann müssen sie nicht mehr viele Kämpfe machen und haben den Sektor selbst erobert. Genau. Und darum geht es jetzt hier in diesem Moment darum, dass wir möglichst schnell eine Belagerungsarmee stellen. Ich mache das sofort und dann geht der Kampf weiter. Und im nächsten Moment ist der Sektor auch schon eingenommen. Also es waren wirklich nur noch ganz, ganz wenige Kämpfe offen, um diesen Sektor zu holen. Und das hätte da durchaus schief gehen können in dem Moment. Und es gibt Gilden, die nutzen diesen Moment aus und stellen in dem Moment die Belagerungsarmee und man selbst ist dann im Prinzip, ja, überrumpelt und hat einen Sektor verloren. Und deshalb ist dieser Moment sehr, sehr kritisch und ihr solltet, wenn ihr im GVG mitmacht, darauf achten und auch selbst, wenn möglich, dort dann die Belagerungsarmee nachstellen. Was ihr jetzt hier in diesem Kampfgeschehen auch sehen könnt, ist, dass wir eben immer wieder Belagerungsarmeen nachstellen müssen und darüber hatte ich ja eben in diesem kleinen, kurzen, kritischen Moment schon geredet. Dieser Moment ist jetzt hier zum Beispiel nicht gegeben.
Dieser Sektor ist noch voll verteidigt. Das heißt, da müssten noch sehr, sehr viele Kämpfe absolviert werden, damit die gegnerische Gilde diesen Sektor erobern kann. Auch bei diesem ist es der Fall, aber man sieht, die gegnerische Gilde ist hier schon fleißig dabei, den zu bekämpfen. Und wir werden natürlich jetzt gleich anfangen, eben auch diesen Sektor zu versuchen zu erobern. Was wir dabei zwischendurch immer wieder machen müssen, ist das Nachstellen von Belagerungsarmeen. Und dieses Nachstellen, das kann jeder übernehmen. Und das kann sogar jemand übernehmen, der gar nicht in dem aktuellen Zeitalter ist, in dem ihr kämpft. Also wenn ihr beispielsweise auf dieser Karte kämpft, alle Zeitalter, dann kann da natürlich jeder mitmachen. Das ist ja die Spezialkarte, wo jeder kämpfen kann, aber es macht nicht wirklich für jeden Sinn. Denn wer jetzt im späten Mittelalter ist, der kann hier nicht effektiv mitkämpfen und gegen Einheiten aus dem Asteroidengürtel gewinnen. Das ist quasi unmöglich. Was derjenige aber machen kann, ist Nachstellen von Belagerungsarmeen. Also wenn es wirklich schnell gehen muss und die Verzögerung, die Pause, die zwischen dem Nachstellen der Belagerungsarmee möglichst klein sein muss, sodass der Gegner eben nicht in dem Moment reinspringen kann und selbst die Belagerungsarmee reinstellen kann, dann sollte wirklich jeder versuchen mitzuwirken und diese Belagerungsarmee dort reinstellen. Und das können eben auch Guildies machen, die gar nicht im ASA sind oder gar nicht in bestimmten Zeitaltern sind, in denen ihr kämpft, indem sie sich zum Beispiel 8 Agenten nehmen und damit eine Belagerungsarmee stellen. Klar, die ist nicht stark, diese Belagerungsarmee, und die wird schnell zerstört, aber es ist besser, eine Belagerungsarmee aus acht Agenten schnell drin zu haben, als einen Moment zu haben, wo keine Belagerungsarmee steht und wo der Gegner dann in dem Moment selbst eine Belagerung stellt und dann den Sektor einnehmen kann. Also ihr seht, das ganze Thema GVG ist eine Sache, die sehr, sehr schnell üblicherweise gehen muss. Es sei denn, ihr tickt da ein bisschen anders und greift euch lieber die kleineren Zeitalter, erobert dort, weil da könnt ihr durchaus in Ruhe vorgehen. Ich kann ja jetzt nochmal ins Hochmittelalter gehen und tatsächlich diese Belagerungsarmee steht immer noch. Aber ich werde sie jetzt löschen und dann sieht der Gegner auch nicht, von wem sie dort angegriffen wurden. Sie sehen dann nur, dass der Sektor runtergekämpft ist auf einen Kampf. Ihr könnt in Ruhe kämpfen, wenn ihr zu einer ungewöhnlichen Zeit angreift. Oder ihr müsst euch daran gewöhnen, um 20 Uhr schnell zu agieren und schnell zu handeln, wenn ihr in den Zeitaltern angreifen wollt, wo es sich lohnt, für Kampfpunkte zu kämpfen und für Macht zu kämpfen, um eure Gilde schneller auf die nächste höchste Stufe zu bringen, beziehungsweise selbst im Gilden Ranking aufzusteigen. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein zur 9. Folge, wo es um den Kampf um die Sektoren ging. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr sie mit einem Daumen nach oben bewertet. Und wenn ihr generell keine weiteren Folgen vom GVG-Tutorial verpassen wollt, dann könnt ihr auch gerne meinen Kanal abonnieren und dort bekommt ihr natürlich dann entsprechende Updates, wenn ein neues Video rauskommt. Ich mache auch nicht nur Videos zum Thema GVG, ihr könnt auch gerne mal reinschauen. Ich habe auch Sachen zur Gildenexpedition und zu den Gildengefechten gemacht. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao!